Die Situation ist nach wie vor kritisch. Die Rotkreuz-Hilfe läuft zwar auf Hochtouren, es ist aber noch immer so, dass die Betroffenen das Notwendigste brauchen, sprich mit Trinkwasser, Lebensmittel und Notunterkünften versorgt werden müssen. Wir haben 4 österreichische Rotkreuzhelfer vor Ort. Das sind vor allem Experten für die Trinkwasserversorgung und zur Seuchenprävention. Die Leute kümmern sich vor allem darum, dass keine Seuchen ausbrechen, sprich sie machen Hygieneerziehung und versuchen die hygienischen Standards zu heben, Latrinen zu bauen und weiter die Lage zu erheben. Ja, jetzt in einer Zeit, wo also die Notfallphase abgeschlossen ist, kommt man langsam in eine Phase, wo man an den Wiederaufbau denken kann. Und ich würde es schauen wir uns 3 Ebenen an. Das erste ist die politische Ebene. Es wird interessant werden, wie die Philippinen in ihrer Arbeit von den großen Nachbarn unterstützt werden. Die zweite Ebene, gesellschaftspolitische Ebene, wird im Land interessant, wie weit es gelingt, die Bevölkerung, die jetzt betroffen ist, in den Wiederaufbau mit einzubeziehen. Und die dritte Ebene ist eine technische Ebene. Im Wiederaufbau geht es immer wieder um Fragen von wem gehört das Land, wer ist der Besitzer des Landes, und es geht dann auch darum, wie baue ich wieder auf. Erdbebensicher, sturmsicher, das sind technische Fragen. Und wenn man jetzt sozusagen die Summe unter dem Ganzen zieht, das ist eine komplexe Angelegenheit. Also man kann durchaus erwarten, dass das einige Zeit, einige Jahre vielleicht sogar dauert. Der Beitrag des Österreichischen Roten Kreuzes konzentriert sich auf die Trinkwasserversorgung und auf die Seuchenbekämpfung. Wir sind eingebettet in die Rotkreuzbewegung, die in allen Sektoren tätig ist, bei den Notunterkünften, im Gesundheitsbereich und natürlich auch im Trinkwasser- und Seuchenpräventionsbereich. Dass wir also die meisten Geldmittel spenden, sei es einerseits von institutionellen Geldgebern, von den Landesregierungen, auf der anderen Seite von privaten Spendern, in den unmittelbaren Relief-Bereich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten reingeben werden. Das heißt, also da geht es vorwiegend um Nahrungsmittelhilfe und einfach um Hilfsgüter, die wir den Menschen zur Verfügung stellen. Also wir werden natürlich immer wieder gefragt, wie kann man von Österreich aus helfen? Da gibt es ziemlich klare Antworten dazu. Das eine ist, man braucht, um in so einem Kontext arbeiten zu können, wirklich eine gute Ausbildung, eine professionelle Ausbildung. Man muss wissen, wie man in diesem Netzwerk der Hilfe, das sich dort aufbaut, sich bewegt. Wir werden sehr oft gefragt, wie weit wir Sachgüter oder Sachspenden in so eine Katastrophe bringen können, ist auch eine klare Antwort. Sachgüter von dorthin zu bringen, das gibt keinen Sinn. Das ist zu kompliziert, das ist zu aufwendig und das kostet zu viel. Denn die meisten Güter, die jetzt dort gebraucht werden, kann man doch im asiatischen Umfeld kaufen, dorthin bringen, auch wenn es mühsam ist, das dort zusammenzubringen oft, aber im Wesentlichen passiert das dort. Das heißt, unterm Strich bleibt für uns, dass uns am meisten hilft, wenn wir also Geld bekommen. Man kann um 5 Euro ein imprägniertes Moskitonetz kaufen oder Trinkwasseraufbewahrungsbehälter, die es eben ermöglicht, dass Familien sauberes Trinkwasser aufbewahren. Ein Zelt, ein ganzes voll ausgestattetes Zelt für Familien würde 350 Euro kosten. Das heißt, man hat eine ganze Bandbreite an Hilfsmöglichkeiten, die jede Spende in jeder Höhe sinnvoll machen. Damit ist uns sicher, ist in unserer Arbeit am meisten geholfen, denn wir brauchen da schon einen langen Atem.